Leute. Ich bin jetzt hier in Winterberg, wieder mit Isa. Mit der haben wir gestern gefilmt zum Thema Dehnübungen. Und jetzt sind wir hier an der Table Line im Übungsparcours. Sie steht jetzt da oben. Und das Thema ist, wie schaffe ich große Tables? Und da geben wir ein paar Tipps. Es gibt verschiedene Techniken. Also, jetzt seht ihr, Isa kommt hier lang gefahren. Und über den Table, den zweiten. Also, sie fährt einmal im Jahr oder so im Bikepark. Sie wohnt in Hamburg, wo es ein bisschen flacher ist. Und genau, deswegen muss sie sich jetzt erstmal warm fahren und dann geben wir ein paar Tipps. Yo, also, Isa, ihr kennt sie ja ohne Helm. Jetzt habt ihr sie gerade mal mit Helm gesehen. Sie hat sich warm gefahren an den Tables. Wie war es für dich, wenn du jetzt wieder so reinkommst? Ungewohnt. Wieder das Abschätzen, lernen, wann muss ich Gas geben, wann muss ich mich zurückhalten, um direkt in die Landung reinzukommen und nicht drüber wegzufliegen. Man muss sich wieder rantasten langsam. Also ihr habt es bei Isa gesehen, sie tastet sich ran, hat da auch schon durch die Vorerfahrung ein ganz gutes Feeling. Aber ihr werdet es kennen, ihr habt einen ziemlich großen Table, ihr habt die kleineren alle schon gesprungen und bei einem großen habt ihr das Gefühl, klar, es ist auch mit mental Kopfsache, aber auch von der Technik fehlt euch die Konstanz. Mal schafft ihr es in die Landung mit dem Tempo, was die Strecke euch vorgibt. Mal seid ihr dann wieder zu kurz, das ist ja bei vielen, dann habt ihr immer diese Case, so nennt man das, wenn das Hinterrad dann immer noch oben aufknallt. Und deswegen wollte ich euch Tipps geben, mit welcher Technik könnt ihr dann halt, wenn ihr merkt, Schwung hat gepasst, aber von der Sprungtechnik kamt ihr noch nicht weit genug, dass ihr dann auf jeden Fall eine Technik kennenlernt, eine von vielen, es gibt nicht die richtige Technik für immer, dass ihr dann auch in die Landung sauber kommt und auch der Pilot oder die Pilotin seid, statt immer nur Passagier. Liebe Leute, ihr wisst, das Grundprinzip beim Tablespringen wie bei anderen Themen ist immer Schritt für Schritt, kleinen Table, großen Table und dann gibt es einmal die Frage, dass ob schaffe ich es irgendwie in die Landung, das ist vielen so bei der Angehensweise ganz wichtig, das Ding, schaffe ich es in die Landung, aber weniger um das Wie, also mit welcher Technik ich das mache. Und man hat erstmal eine automatisierte Technik. Ihr seht jetzt hier den Absprung. Das nennt man die Transition, der Absprung, der Kicker. Es gibt verschiedene Begriffe für. Und wow. Und das Prinzip ist, dieser Kicker, der kickt dich und das Rad in die Flugkurve. Und die sind extra so gebaut im Bikepark, das sind die erfahrenen Streckenbauer, dass das auch funktioniert. Und in der Regel, wenn du den guten Schwung hast, dass du auch vom Schwung her, man könnte mal sagen, ein Bild, wenn jemand einen Fußball schießen würde und der Fußball würde den Kicker mit viel Schwung hochgekickt werden, dann würde er in so eine Flugkurve. Das passiert mit euch auch. Jetzt, was am Anfang gut und richtig ist, wenn man den Table nicht kennt und man will nicht direkt viel zu weit springen, dass man ein bisschen sich klein macht, in dem Moment, wo man über die Kante rollt und dann springt man eher flach. Das ist erstmal safe, gerade wenn man sehr viel Tempo hat. Das werdet ihr kennen so als Standard. Und dann gibt es so eine neutrale Haltung, wo man neutral bleibt, nicht viel macht. Das passt dann auch vom Tempo. Und das, was wir heute machen wollen, dass man sich halt in dem Kicker groß macht. Also ihr seht hier den Kicker und dann macht man sich groß, geht in eine Streckung und vom Gefühl, wenn das Hinterrad über die Kante rollt, dass man dann die Beine gestreckt hat. Viele haben genau in dem Moment die Beine wieder gebeugt und springen dann unbewusst, obwohl sie sich eigentlich groß machen wollten, wieder sehr flach und kommen nicht bis in die Landung. Schauen wir uns das mal im Detail an. Also, wie gesagt, wir sind jetzt hier im Übungsparcours im Bikepark Winterberg, wo man sich rantasten kann. Isa fährt auch schon immer den großen Table, springt den auch. Deswegen kann sie jetzt auch mit einer bestimmten Methode daran an der Sprungtechnik feilen. Sonst natürlich immer das Prinzip Schritt für Schritt, nimmt erstmal einen kleineren Table oder einen kleineren Step-Up, irgendwas, wo ihr oben drauf springt, wo ihr einfach safe seid. Und ich möchte euch das nochmal zeigen. In dem Moment, wo das Hinterrad über die Kante rollt, da solltet ihr die Beine gestreckt haben. Und aus der Erfahrung von Kursen oder Leuten, die ich halt beobachte, sieht man Leute, die wollen sich eigentlich groß machen, die kennen das von Videos oder Beschreibungen und sind aber immer zu früh. Und wenn das Hinterrad dann über die Kante rollt, sind die Beine wieder gebeugt. Nehmt das Handy, filmt euch mal selber und guckt, wie ist das Timing. Jetzt wird Isa mal eine Methode machen, mit der man sich da vom Timing rantasten kann. Also, Isa ist wieder dran. Jetzt hat sie vorhin mal die Kamera gehalten. Sie hat sich ja schon warm gesprungen. Jetzt hat sie eine Aufgabe von mir bekommen.
und zwar als methodische Reihe, dass sie hingeht und die Tables, die ihr seht, das sind mehrere am Stück, für sie auf jeden Fall von der Größe passend. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, tastet ihr jetzt mal einen kleineren ran. Und sie soll sich langsam drauf fahren, dass sie oben aufs Plateau hüpft und dann beim Abspringen vom Timing so, dass die Beine durchgestreckt sind, wenn sie mit dem Hinterrad die Kante überfährt. Dass das Hinterrad einen Kick kriegt, deswegen heißt sie auch Kicker, und sie in natürliche Flugkurve geht. Ja, wir's? Schon mal gemacht? So direkt tatsächlich noch gar nicht, aber ich finde es toll, jetzt mal aufs Timing zu achten. Also, dass ich mehr bestimmen kann. Okay, sie will jetzt Pilotin werden und nutzt jetzt mal als eine der verschiedenen Techniken, dass sie sich halt groß macht im Absprung. Und kleiner Tipp für dich noch, Isa, du kannst zwischen den Tables auch noch ein bisschen pedalieren. Also schalte einen guten Gang vorher rein, wenn du das Gefühl hast, du hast ein bisschen Tempo verloren, weil du hier oben drauf hüpfst, dass du noch mal ein bisschen Tempo kriegst für den zweiten, dass du dann wieder einen Absprungmoment hast. Schauen wir uns das an. Also ihr könnt das gerne mit dem Handy mal abfilmen, kontrollieren. Ich filme jetzt nur mit der großen Kamera. Ich teste das mal. So. Sie war noch ein bisschen langsam. Nächster Versuch. Also, Isa kommt jetzt nochmal mit ein bisschen Tempo. Und tastet sich daran. Also, Isa hat jetzt das Tempo rausgefunden. Sie guckt noch am Timing, dass sie die Beine durchstreckt, wenn sie über die Kante rollt. Also, Isa übt jetzt noch weiter. Jetzt muss ich einmal kurz die Kamera halten, weil ich mache es nochmal vor. Und wie gesagt, jetzt gerade nicht das Ziel, dass ich über den Table in die Landung komme, sondern als Methode, dass ich nur oben drauf hopse, aber vom Timing mich so strecke, dass ich mich strecke, wenn das Hinterrad über die Kante rollt, in die Beine gestreckt. Das ist, wie gesagt, oft machen die Leute früher, dass sie strecken und drücken dann doch den Absprung weg und das Hinterrad soll einen Kick bekommen. Ich zeige es euch einmal. Also, jetzt kommt Isa nochmal und wie gesagt, sie macht die methodische Reihe. Ja, jetzt habt ihr die Aufnahmen so aneinandergereiht gesehen und habt schon gemerkt, sie hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Sie konnte jetzt das umsetzen. Wie hat sich das angefühlt? Sehr, sehr gut. Und kontrolliert. Also direkt im richtigen Moment. Und es hat gepasst. War sehr gut. Also, dann habt ihr jetzt nochmal vorher Verständnis. Sie hat die Technik geübt, wo man sich beim Absprung groß macht, dass man die Beine gestreckt hat, wenn das Hinterrad um die Kante rollt. Und dadurch kriegt das Hinterrad einen Kick. Man geht in natürliche Flugkurve und es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Pilot. Und daraus aufbauen kann man dann immer mehr, wenn man sich wieder einen kleineren Kicker nimmt, sich groß machen und ein bisschen mehr groß machen. Ihr werdet merken, vor dem Großmachen macht ihr euch erstmal klein. In dem Moment, ob bewusst oder unbewusst, drückt man auch schon die Federung rein. Und beim Ausfedern hilft das total. Genau, und jetzt gehen wir an einen kleineren Table, um das mal noch ein bisschen explosiver zu machen. Also, wir haben jetzt mit Isa das geübt an einem Table, der schon recht stark kickt, also recht steile Transition hat. Jetzt habe ich hier einen kleineren, der etwas weniger kickt und natürlich auch super zum Üben ist, weil er auch nicht dieses Gefühl hat, durch ein langes Plateau, was ja bei manchen Tables ist, dass man unbedingt in die Landung will. Man kann einfach springen und einfach mal gucken. Und jetzt machen wir es so, dass sie es auch zu Hause weiter üben kann. Jetzt wird sie sich zwar auch wieder groß machen und auch mit dem Timing, was wir vorher geübt haben. Das Hinterrad rollt über die Kante, die Beine sind gestreckt. Jetzt wird sie aber das Nutzen des Rebound, also sich schnell klein machen und dann groß machen, explosiver. Es fühlt sich auch schon so ein bisschen an wie ein bisschen springen. Da muss man natürlich wieder eine gute Spannung in den Pedalen haben. Sinn dieser Übung ist auch, gerade wenn ihr zu den Männern gehört, da sieht man das ganz häufig, viele versuchen schon im Absprung ihr Rad hochzureißen. Anstatt sich erstmal groß zu machen, man könnte ja nachher immer noch das Rad hochziehen. Genau, und um dieser Gewohnheit entgegenzuwirken, dieses Hochreißen, macht man sich groß und gibt einem so das Gefühl, dass man springt. Und wenn ihr natürliche Trails fahrt und ihr habt kleine Hubbels, werdet ihr merken, dieses Abziehen, so nennt man das, macht mega Spaß, hilft oft auch gut für eine Linienwahl. Ich mach's euch mal vor.
Also, Isa macht jetzt auch den kleinen Table und wird sich ein bisschen explosiver abspringen. Wieder mit der Beinstreckung, Armstreckung und Step by Step immer rantasten. Okay, let's go! Jetzt sage ich mal von außen, wann sie es machen soll. Ja, also, wie war es jetzt für dich, dich daran zu tasten? Wie haben sich jetzt die letzten Versuche angefühlt? Auf jeden Fall jedes Mal besser. Mit jedem Mal üben, das Timing wirklich punktuell direkt im richtigen Moment, das muss man üben. Fand ich aber jetzt echt gut. Ich glaube, am Ende hat es geklappt. Ich übe jetzt noch 2-3 Mal und dann wird das schon. Also, wenn ihr das übt, noch einmal der Hinweis noch, es ist nicht die eine Technik für alle Tables, sondern eine Technik, die euch helfen kann, wenn ihr euch halt groß macht, ein bisschen abspringt, je nachdem, wie viel Dynamik ihr da reinbringen wollt, dass ihr in eine gute Flugkurve reinkommt und nicht immer nur in die Gewohnheit kommt, eure Beine im Absprung zu beugen. Das könnt ihr machen, wenn ihr sehr schnell seid und den wegdrücken wollt. Filmt euch mal mit dem Handy dabei und das ist auf jeden Fall eine Technik, tastet euch ran und dann könnt ihr auch große Tables schaffen, ganz wichtig in der Selbstanalyse, dass ihr mal guckt, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an. Isa meinte eben, es kickt dann auf einmal so, wenn man sich im richtigen Moment groß macht. Und Protektoren anziehen, Step by Step. Ich freue mich aufs nächste Video. Danke nochmal an Isa, dass sie hier mitgemacht hat für die Übung und jetzt hier fürs Fahrtechnik üben. Und danke nochmal an SheX Bike aus Winterberg für das Leihbike. Und natürlich an den Winter Bikepark für die guten Strecken. Und wenn ihr mal vorbeikommen wollt, sagt mir Bescheid. Ich mache gerne auch ein Coaching mit euch. Findet ihr auf meiner Seite. Ich verlinke einfach mal alle, die ich jetzt genannt habe. Ja, und was ist so dein Resümee für heute? Ich würde auf jeden Fall ein dickes Danke an. Wirklich der Wahnsinn. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe was dazugelernt. Und ich bin positiv über mich wirklich erstaunt, dass ich jetzt anfangen kann, die Kontrolle auch wirklich auf dem Bike zu haben und nicht nur einfach wild hin und runter fahren, sondern direkt wissen, was ich da tue. Ich wirklich vielen Dank für die Einladung. Es hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir wiederholen das nochmal und dann steigern wir uns. Genau, und gutes Vorbild. Sie hat auch Fullface an, Protektoren, Brustpanzer. Genau, wenn ihr euch steigert, über eure Grenzen geht, zieht es an. Ihr wundert euch vielleicht manchmal, dass ich nicht so viel an habe, aber ich bin immer nur im unteren Bereich meiner Komfortzone. Wenn ich jetzt irgendwie Gap springe oder Drops, dann ziehe ich auch alles an.